Tag 15. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pikmin 3. Der letzte Part war, naja, eine Blamage. Wir haben nichts geschafft, wirklich rein gar nichts. Außer, dass ein Pikmin gestorben ist. Aber in diesem Part geht es wieder richtig weiter. Denn nun wissen wir, was wir zu tun haben. Denn das war das Problem im letzten Part. Wir wussten nicht, wo geht es weiter. Es gab mehrere Wege, wo ich lang gehen wollte. Aber, ja. Doch, welcher Weg führt uns jetzt weiter? Es gibt zwei Wege. Wir wollten einen Weg nicht gehen, weil da das Signal gefühlt herkam. Und es gab dann aber auch noch einen Tunnel, den man graben konnte. Ich werde mir erstmal ordentlich Pikmin holen, von jedem 30, denke ich mal. Und dann werden wir das alles mal abprüfen. Hallo, zack. Und nochmal 29 gelbe Pikmin dazu. So, passt. Dann haben wir von ihnen 90 und dann geht es los. Und zwar hier drüben. Denn da ist ein Loch. Ich hoffe mal, da finde ich die letzten Scherben für die Brücke. Weil die Brücke müssen wir mal fertigstellen. Das ist schon seit einigen Parts. Sie sind überfällig. So, macht mal das Loch mal weg. Wir haben im letzten Part da schon angefangen. Die Gelben sind ja gute Gräber, also von daher, die sollten das doch relativ schnell mal schaffen. Oder kommen da jetzt die Scherben raus? Das kann natürlich sein. Nee. Wo sind sie denn? Ja, mein, wir sind alle hier. Dann kommt mal her, kommt mal her. Haben wir alle? Wir haben alle. So, wo sind wir denn jetzt? Da ist irgendein Gegner, glaube ich, oder? Was war denn da gerade? Nee, da ist nichts. So, hier brauchen wir die Anführer. Stimmt, das habe ich auch noch gesehen. Eieieiei. Nein, nein. Die Schwarzen, das ist kein Problem. Ich wusste jetzt nicht, dass da was runterkommt. Ach, der kommt von alleine wieder. Ah, dann schön hier am Rande bleiben. Schön am Rande bleiben. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir den da oben besiegen können. So, Charlie und ich glaube, Brittany baue ich nämlich oben. Bestimmt auch. Nein, nein, nicht die Game. Und nicht Charlie. Mensch. Dann Brittany und Charlie. Und Charlie. Okay, Brittany steht dann nicht im Wege. Sehr, sehr schön. Och, Charlie. Charlie. Mach jetzt hier keine Faxen. Danke. So, ich gebe euch mal ein paar Steinpikmin dazu. Weil die Steinpikmin, die werden ja nicht überrollt. Und mit den anderen bin ich da, glaube ich, sicher. Ja, Mann. Ja gut, jetzt werden wir wieder ein paar gestorben. Es ist natürlich ärgerlich, dass jetzt schon wieder einer down ist. Oh, tut mir leid, Charlie. Ja moin. Ja moin. Und wir müssen wirklich da den Gegner da mal besiegen. Danke für die tolle Sicht. Danke für die tolle Sicht. Oh, jetzt hier. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier eine tolle Sicht. Wunderbar. Und auch eine Frucht ist hier. Sehr, sehr schön. Oh, das war jetzt keine Glanzleistung, glaube ich. Aber ist ja nicht so schlimm. Aber keine Scherben. Es muss doch noch irgendwie die Brücke. Nein, 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 nein. Ihr sollt doch noch nicht das wegbringen. Noch nicht. Ich wollte euch erstmal da oben hinbringen. Damit Charlie hier erstmal sich umgucken kann. Weil hier scheint es ja noch irgendwie weiterzugehen. Aha, warte. Jetzt kommen wir dahin oder wie? Ich weiß es nicht. Sieh auf das Gamepad. In weiter Ferne. Was für eine malerische Landschaft. Dort drüben scheint es etwas Interessantes zu geben. Doch wie könnte man nur dorthin gelangen? Was hochgelegene Orte betrifft, sind gelbe Pikmin oft von Nutzen. Das heißt, ich brauche hier oben wahrscheinlich gelbe Pikmin, um die drüber zu schmeißen, oder? So, ist da unten, sind da Gegner? Ja, sind Gegner. Bitte, ich kann die Früchte jetzt gar nicht mal wegtragen. Generell müsste dazu auch die Brücke erstmal fertig sein. Oder die gehen halt den anderen Weg, was sie nicht machen. So. Dann folgendermaßen. Hallo? Kommt ihr mal alle her? Danke. Es ist jetzt schon Mittagszeit. Ich möchte alle Pikmin jetzt da oben haben. Zumindest die Game Pikmin. Genau. Ach, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Oh, ich bin doch so dumm. So, jetzt nochmal alle Game Pikmin da hoch. So, zack, dann nimmt sich die Brittany
und dann geht's weiter. Aber bloß nicht zu den Früchten, nicht, dass sie da jetzt hingehen und halt auch dann nicht mehr weiterkommen. So. Oh, was die für einen Krach machen, mal ganz ehrlich. So. Jetzt hoffe ich mal, dass funktioniert. Ist da unten Wasser? Nein, da ist kein Wasser. Das ist der ganz normale Weg, ich verstehe. Aber selbst mit denen komme ich da nicht rüber. Man sieht ja die Flugrichtung. Hä? Auf den anderen Baumstamm da drauf? Nee, das funktioniert natürlich nicht. Das ist mir ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Gut, dann möchte ich erstmal das paar Steinpigmen, die gelbe Frucht da nehmen. So, noch einer. Und ein paar. Ja, kommt so. Und wir gehen mit denen mit. Weil es wurde trotzdem gesagt, vielleicht funktioniert das jetzt erst mit den gelben Pikmin, dass ich die dann hochschmeißen kann. So, ich passe gut auf, dass. Oder ich muss selber gucken, wo gehen sie lang. Damit ja kein Gegner hier ist oder so. Ah, ich weiß, wo sie jetzt lang gehen. Hier entlang. Oh, ein Glück sind diese Feuerviecher nicht hier. Weil das wäre ein Problem gewesen, wenn die Feuerviecher hier wären. Weil ich habe jetzt keinen roten Pikmin bei Botany. Dann gehen sie hier lang, dann über die Brücke. Und dann hier rauf. Genau, da ist der Weg frei. Sehr, sehr schön. So, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir mit den gelben Pikmin hier machen? Da ist ein Pilz. Vielleicht ist dieser ganz wertvoll. Aber wie gesagt, wir können die da nicht rüberschmeißen. Ah ne, Botany haben wir gar nicht hier. Das ist Charlie, der hier bei uns ist. Verstehe. Gut, die tragen das da jetzt erstmal weg. Vielleicht kann ich hier drüber schmeißen. Geht nicht. Doch, geht. Geht. Das geht. Ja, moin. Das. Aha. Das geht. Ja, moin. So, es wäre vielleicht auch mal gut, dass Charlie und Alf wieder zurückkehren. Charlie und Alf, sondern Botany und Alf. Bedeutet, ihr geht jetzt hier mal zurück. Ihr geht da jetzt raus. Richtig, richtig. Dass ihr mal zu Charlie mitgeht. Hier hinten hin. So, und hier. Weil ich brauche die hier. Ich brauche die hier. So, wo sind denn jetzt die Game Pikmin? Die sind da auch oben irgendwie drauf. Die muss ich erstmal irgendwie auch dann zurückbekommen. Oder wenn ich hier so lang. Dann kann ich die mir hier nehmen. Darum gibt es auch diesen Vorsprung. Aha, jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt macht alles einen Sinn. Und dann kann ich ja hier lang gehen, hier hinten hin. Und vielleicht komme ich dann auch endlich an die Frucht da ran. Das kann natürlich auch sein. Und dann brauche ich natürlich jemanden. Oder warte. Kann ich jetzt hier. Aha! Darum auch die Zahl. Und dann alle Pikmin wegschmeißen. Nee. Warte, warte. Alle Pikmin wegschmeißen. Und dann kann ich mit Charlie hoch. Nee. Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Wie komme ich dann wieder hier hoch? Ach so, ja, ja, ja. Jetzt leuchtet es mir ein. Mir leuchtet es ein, Leute. Mir leuchtet es ein. Verstehe. Ich muss jetzt mal mit Charlie hier wieder hin. So, zack. Dann muss ich rüber zu Botany, die mal ganz, ganz geschwind hier mal rüberläuft. Warte, ist hier der Weg sicher? Der Weg scheint sicher zu sein. Nee, da sind noch Feuerviecher. Dann gehe ich mit ihr selber dahin. Dann gehe ich mit ihr selber dahin. Weil während ich mit Charlie hier welche hochschmeißen muss, muss währenddessen auf dem anderen Podest jemand stehen. Und es bietet sich ja an, wenn Botany und Alf dann da stehen. Bedeutet, wir haben hier ein Gewicht von 32. Wir müssen mal die Feuerviecher da mal wegmachen. Die stören mich da ein bisschen zu sehr. So, zack. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie mich halt angreifen. Hallo? So, sehr, sehr schön. Dann bringen auch mal ein paar rote Pikmin die Dinger da mal weg. So, zack. So, dann werde ich mal alle entlassen. Genau. Und nur rote Pikmin mitnehmen. Die schwarzen Pikmin werden mal hier bleiben. Ja, Alf kommt auch noch mit. Habe ich wenigstens hier 21. Gelbe Pikmin, nee, wir müssen ein paar rote Pikmin auch noch da lassen.
Und mir sind die schwarzen Pikmin da ein bisschen zu unsicher, weil da Wassergegner sind. Bedeutet, Steinpikmin mal dorthin. Wir müssen hier ein geringeres Gewicht haben als auf der anderen Seite. So. Dann 21 gelbe Pikmin hier rüber. So, zack. Die tragen das runter. Sie sind schwerer als der Gegenpart. Bedeutet, die beiden gehen jetzt hier hoch. Das war jetzt mein Gedanke dahinter. So. Wunderbar. Da seid leichter waren, kann ich jetzt mit Brittany und Alf hier oben lang gehen und das Ding hier mal erkunden. So, ihr könnt auch mal her. Bedeutet, ihr könnt, also die Game Pikmin können mal diese Blüte da mal wegtragen. Wenn wir hier schon eine haben. Was? Was war das gerade? Achso, das war dieses Ausweichen. Ah! Falsche Taste nämlich gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, warte, das waren 4. So, 5. Trag das mal weg. So, und dann können wir das hier mal erkunden, was hier noch so alles ist. Zum Beispiel eine Frucht war ja da drüben. Stimmt, da war noch eine Frucht. Da will ich auch mal kurz gucken, wie ich da rankomme. Ich muss aber bedenken, ich brauche hier natürlich noch ein paar Pikmin. Da muss irgendwie eine Frucht sein. Ich komme an die noch nicht ran. Vielleicht muss. Da ist er, da sieht man sie so ein bisschen. Aber ich glaube, er muss sich erstmal auf den Baumstamm irgendwie rauf. Wie komme ich darauf? Aha, hier rüber. Ich muss jetzt hier ein paar weniger Pikmin haben. Oder ich schmeiße einfach Alf hier rauf. Geht das nicht? Nee, das geht nicht. Oh, ist das alles sehr, sehr kompliziert. Hat das alles sehr, sehr kompliziert. Dann alle entlassen. Und dann brauche ich ein paar gelbe Pikmin. Alf brauche ich nicht, Alf brauche ich nicht. So, 16 gelbe Pikmin. Und dann müsste hier unten noch Charlie sein. Genau, der ist hier mit 4 Stein-Pikmin. Allerdings kann ich mir die anderen Pikmin aus der anderen Seite mal holen. Das sind nämlich mindestens mehr. Und die dann da mal hochschmeißen. So, zack, 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 zack. Dann komme ich nämlich an die Frucht hier ran. So, zack, hier nehme ich rauf. Wunderbar. Und auf geht's. Nee, die schmeiße ich gerade runter. Nein, ich wollte die nicht runter. Ach nee, jetzt sind mir die ganzen Pikmin runter. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich mir jetzt so. Warte. Nee, ich brauche die Game-Pikmin. Ich brauche die Game-Pikmin zwingend. Ey, das ist doch jetzt doof. Das ist jetzt sehr, sehr doof. Dass das jetzt hier nicht funktioniert hat. Bedeutet, ich müsste eigentlich mit Alf, mit Charlie hier noch auf. Bedeutet, Charlie, hier alle entlassen. Nimm die Game Pikmin. Und komm hier mal rauf. 12. Gut, passt. Dann ist jetzt Beeilung. Ich möchte eigentlich die Frucht noch nach Hause tragen, obwohl das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Glaube ich. Nur wenn ich mich jetzt so richtig beeile. Ich muss mich beeilen. Hä? Mann! Was ist denn das jetzt hier für ein Bug? Was ist denn das für ein Bug? Das geht hoch und runter gerade. So, zack. Kommt mal mit. So, entlassen, entlassen. Ich brauche einen anderen hier. Hallo? Warum sind die jetzt plötzlich bei mir? Die waren eben nicht bei mir. Zack, ich brauche die hier drüben. Bei den Steinpigmen. Ganz zwingend, ganz schnell. So, dass wir die Frucht noch irgendwie wenigstens runterkriegen. Wenigstens runterkriegen. So, entlassen. Zack. Dann hier rauf. 16 Stück. Alf ist da unterwegs. Der nimmt sich jetzt die hier. Die Zeit drängt. So. Dann ist Charlie hier oben drauf. Genau, so soll es sein. Oh nein. Nein! Einer fehlt! Einer fehlt! Ist das denn euer Ernst? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ich habe ein sehr, sehr großes Problem. Einerseits brauche ich die Game Pikmin. Ich habe oben keine. Kann ich die irgendwie erreichen? Ja, ich konnte die erreichen. Sehr, sehr schön. Okay, wir müssen das im nächsten Part machen. Wie schnell der Tag jetzt auch vorbei war. Ja, es gibt's doch gar nicht. Wo sind denn überhaupt noch Pikmin? Es sind auch einige hier hängen geblieben. Und das nicht nur in der Schule. Aber auch nur drei. Wo sind denn noch welche?
Es müssen noch irgendwo welche sein. Hä? Da sind einige hier zu Hause? Da ist eine Frucht. Ach, die tragen noch die Frucht weg. Ach du Heilige. Und die haben noch einen weiten Weg vor sich. Das heißt, ich muss da ganz schnell hin. Ganz, ganz schnell. Warum kann ich kein Ziel anvisieren? Ich kann auch da easy runter. Dann kümmern sich die anderen darum. So, zack, Ziel. Ach, das war ein Fehlschlag in diesem Part auch mal wieder. Nee, die Pikmin sind verloren, wenn sie die Frucht nicht rechtzeitig runtertragen. Die Pikmin sind dann verloren. Die gehen auch gefühlt gar nicht weiter. Warte, ich beobachte das mal. Die bleiben da stehen. Die bleiben echt da stehen. Warum bleiben die da? Sind sie bescheuert? Ich hoffe mal, morgen steht noch die Frucht da. 5 von 6? Warum dieses Mal 5 von 6? Was ist hier mit dem Spiel los? Was ist mit dem Spiel los? Habe ich hier jetzt ein paar Bugs hervorgerufen? Durch dieses Hochwippen und Runterwippen? Oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe, wer will. Gut, wir haben herausgefunden, wie wir das machen, nur das ist halt extremst umständlich. Wir werden das im nächsten Part nochmal versuchen. Bedeutet, wir werden dann die Frucht holen, dieses Mal dann mit ausreichend Pikmin dann anschließend. Und ja, stimmt. Wir sind ja sowieso dann. Wir haben trotzdem was geschafft. Aber Moment mal, es war ja jetzt. Dieser Gang war ja nur für die Datei dann letztendlich, oder? Und für die Frucht, stimmt. Die Frucht haben wir auch noch. Unsere Anstrengungen waren umsonst. Wir haben keine Nahrung gefunden. Ja, das stimmt leider. Obwohl wir haben Nahrung gefunden, aber ich weiß nicht, was da jetzt los war. Es mussten noch nur 5 Pikmin das tragen und es waren 6 Pikmin dabei. Oder nicht? Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Es ist leider ein Pikmin verstorben. Und ja. 2? Okay. Und warte. Eins jetzt in der Nacht? Hä? Ich hatte auch alle Pikmin bei mir. Habe ich doch extra hergeholt. Das erste Pikmin bei Nacht. Obwohl mein Ziel war, nicht bei Nacht ein Pikmin zu verlieren. So, nächsten Part versuchen wir es nochmal. Und anschließend werden wir dann dem Signal folgen. Weil das ist immer noch unser Hauptziel. Pikmin haben einen sehr harten Körper. Wirft man sie auf etwas, richten sie da ja mehr Schaden an. Da obwohl sie so stark sind, haben sie sehr schlanke Beine. Etwas neidisch macht mich das schon. Die Beine meine ich. Nicht der kantige Körper war. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.